Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, wir stehen im Jahr des heiligen Josef, dessen Fest wir alljährlich am 19. März feiern. Am 8. Dezember 1870 hatte Papst Pius IX. Den Bräutigam Mariens und Ziehvater Jesu zum Patron der Kirche erhoben. 150 Jahre später hat Papst Franziskus daher ein Jahr des heiligen Josef ausgerufen, um ihn uns als Vorbild für ein christliches Leben in Erinnerung zu bringen. Die Kirche hat hierzulande seine Fürsprache sicher nötiger denn je. Und der heilige Josef ist für uns das lebendige Beispiel eines Menschen, der wenig Worte macht und einfach im Stillen tut, was Gott von ihm will. Großherzig, mutig, ohne sich zu schonen. In all seiner Bescheidenheit eine außergewöhnliche Gestalt. Auf die Helden des alltäglichen, gewöhnlichen Lebens, die oft in Vergessenheit geraten und nicht im Rampenlicht stehen, wollte der Papst besonders hinweisen und sie ermutigen, gerade in der Zeit der Pandemie. Auch bei EWTN-TV gibt es Menschen, die nicht im Rampenlicht und sozusagen hinter der Kamera stehen, aber ohne die unser Fernsehapostolat von EWTN-TV nicht möglich wäre. Kameraleute, Sendetechniker, unser Zuschauerservice. Und es sind Sie, die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer, die durch Ihr Gebet, durch Ihr Weitersagen und Ihre großherzige Spendenbereitschaft den Sender überhaupt erst ermöglichen. Apropos Rampenlicht, bei allem, was wir tun, sollte überhaupt nur einer im Rampenlicht stehen, Jesus Christus. Dazu sollen auch unsere neuen Sendereihen beitragen, die wir mit unserem halbjährlichen Programmwechsel ab dem 28. März ausstrahlen. Der 28. März ist auch der Startschuss für unsere neue Sendeabwicklung in Köln, die Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dankenswerterweise mit Ihren Spenden finanziert haben. Ab diesem Datum werden wir zum ersten Mal alles rund um die Uhr von Köln aus senden. Es ist zugleich der Palmsonntag, mit dem wir in die Heilige Woche eintreten, in Vorbereitung auf das große Osterfest. Mit vielen Live-Übertragungen und Sondersendungen in der Karwoche und an Ostern wollen wir Christus in die Mitte stellen, ihm gleichsam den Weg bereiten zu den Herzen der Menschen. Bitte helfen Sie uns dabei mit Ihrem Gebet und Ihrer großherzigen Spende. Im Namen des gesamten EWTN-Teams wünsche ich Ihnen eine gesegnete Fastenzeit und eine gute Vorbereitung auf das Osterfest. Ihr Martin Rothweiler.